Ole, wohin soll ich? Seit geräumer Zeit läuft in der Schweiz die Sensibilisierungskampagne der Schweizer Polizei mit hundertprozentiger Rückendeckung der Justiz, Politik und Medien. Das bewusst von Psychologen gewählte Wort Sensibilisierung ist ein euphemistischer Ausdruck, das den Tür auflässt für unbegrenzte Staatskorruption mit erweiterten diktatorischen Mitteln. Ein Projekt, was korrupte Polizisten den Weg freigelegt wird, einen unerwünschten Bürger alles Mögliche anzuhängen. Man denke hierbei an die weit verbreitete Ausländerfeindlichkeit und faschistische Tendenzen der Schweizer Polizei sowie der aggressive Polizist Kühni, der hier den Ausländer Sean Ross hier auf dem Video schlägt und dann noch Anzeige macht im Rahmen der unbegrenzten Möglichkeiten der dafür ausgelegte Sensibilisierungskampagne. Kurz darauf wurde der verlogene und aggressive Polizist Kühni in 2011 aus Notwehr von einem weiteren Opfer, Roger Fankhauser, erschossen. Man könnte hier auch sagen, was man sät, wird man ernten. Und weil Herr Ross den gewalttätigen Polizist deutlich sichtbar auf YouTube hochgeladen hat, wurde er von einer Antiterror-Einheit verhaftet. 3 Pistolen auf dem Kopf, Augenbinde wie in einer CIA-Entführung, Hand- und Fußschellen, überall bewaffnete und maskierte Männer, Drohungen, Schreie, Staatsterror pur. Oder sollte man eben sagen, Sensibilisierung pur. Vor vielen Jahren betete die Polizei die Volksvertretung: Oh, wir arme Polizisten haben so eine Angst vor Terroristen und brauchen eine Antiterror-Einheit. Ja, ja, okay, wir werden das nur gegen schwer bewaffnete Terroristen einsetzen. Ja, ja, versprochen. Aber jetzt setzen sie es denn trotzdem gegen wehrlose Bürger und ihre Familien ein. Total außer Kontrolle geraten und dann obendrauf noch sensibilisieren mit dem Ziel, noch mehr die Kontrolle zu entziehen. Und die Bilder zeigen deutlich, wie man hier als Ausländer dauernd mit Schweizer Gewalt und Schweizer Aggression zu tun hat. Und oh weh, wenn man sich als Ausländer in der Schweiz darüber äußert, auf dem Internet, dann ergreifen die Schweizer und SchweizerInnen noch weiteren Maßnahmen, sowie Zensur, die Beweise vom aggressiven Polizisten wegnehmen aus dem YouTube und so weiter. Beweise will man nicht in der Schweiz. Die kommen ja alle unter dem Teppich.